Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Battle Together Age of Empires 3, die Asian Dynasties, hier am Start auf der Prärie mit Indern und Briten gegen Irokesen und Briten, zwei Second Lieutenants, also müssen wir uns hier anstrengen. Das Ganze heute ausnahmsweise mal aus meiner Sicht, einfach deswegen, weil Inder haben wir ja lange nicht gesehen oder beziehungsweise halt immer nur im Hintergrund gehört bei Java. Und wie gesagt, eben einfach um euch nochmal so ein bisschen Inder-Play von meiner Seite zu bieten, haben wir uns entschieden, hier mal irgendwie so ein bisschen die Positionen zu tauschen und ich mache heute mal die Aufnahme. Ja. Sobald wir diesen brutalen Anfangslag überwunden haben, zumindest machen wir die Aufnahme. Unsere Gegner sind durchaus fähig. Zwei Second Lieutenants hat man vorhin vielleicht kurz gesehen. Das Irokesen, hab ich doch gesagt. Du hast mir die zu. Ja, stimmt. Nee, stimmt. Irokesen, Briten sind auch eine starke Kombination auf jeden Fall. Der Brite kann richtig gut boomen. Der Irokese kann richtig gut Einheiten rausbringen und dann im zweiten echt böse Druck machen. Ich habe auch mit den Irokesen noch nie eine andere Taktik gesehen, zumindest im 2 vs. 2, als so ein Hard Push, sag ich mal. Ich habe von Leuten gehört, dass man mit denen theoretisch auch ins dritte gehen kann. Im Zweifelsfall wird uns das Deck verraten, was wir da wollen. Gegen Irokesen werden Tomahawk-Werfer und möglicherweise halt. Also ich meine, der kann ja auch diese Kanya-Reiter bauen. Ja, aber ich werde ja auch. Ich glaube, da kann sie sich einmal schicken lassen. Wir müssen uns das im Deck mal anschauen. Aber ich werde ansonsten gucken, dass ich Longbows und Pikes rausbringe. In der Kombination. Genau, weil also auch der Brite wird wahrscheinlich. Den kannst du mal mitnehmen, da oben ist ein Indianerspeer. Ja, aber den Pistolero kriege ich, glaube ich, mit einem Elefanten nicht weg. Betäuben? Ja, klar. Das ist der Plan. Gucken wir, ob es klappt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die so schlecht sind, dass man den nicht wegbekommt. Ja, aber die machen keinen Schaden. Der kriegt doch gut Damage. Der ist doch jetzt schon halb tot. Also die machen weniger Schaden als normaler Kundschafter, das ist richtig. Aber ja, also ich meine, Irokesen sind sehr schnell. Das heißt, ich muss schon gucken, dass ich schnell eine Kaserne rausbreche, sonst überrennen die uns einfach. Richtig, aber also wie gesagt, sollte da nicht instant halt einiges kommen, dann solltest du halt auch gucken, dass du deinen Häuserboom nicht vernachlässigst, weil der andere Brite wird wahrscheinlich Ähnliches versuchen, also sprich ihn nicht zu vernachlässigen. Ja, vor allem, wenn ihm der Irokese halt ein bisschen Zeit erkauft, dann. Genau, und also so ein Häuserboom von den Briten, der kann halt schon, wenn man den unkontrolliert lässt, ziemlich brutal werden. Auf jeden Fall, ja. Ja, toll. Nein, den kriegst du nicht, da bin ich nicht von überzeugt, sorry. Da wollte mir doch tatsächlich den Schatz klauen, der Affe. Das ist ja nicht nett, ne? Ne, überhaupt nicht. Das Hauptproblem ist, der jetzt jagt er da mit seinem Kundschafter meinen. Nein, tut er nicht. Okay, immerhin. Hat sich wieder verzogen. Und ich habe wieder nur so Kackherden bei mir in der Nähe. Ich könnte heulen, ey, ohne Scheiß. Was soll denn das? Ich werde das rote Vor mal hier an die Herde bauen. Ein bisschen rechts davon hier an den Wald. Dann hast du da auch noch einen geschützten Wald, an dem du sammeln kannst, theoretisch. Ja, klingt gut. Ein geschütztes Wäldchen. Ich hab echt. Warum läuft der Dude nicht? What the hell? Was fällt euch ein? Warum lauft ihr nicht? Ihr sollt da hin und den Bau vom roten Vor vorbereiten, bitte. Danke. Ginge das? Wäre das im Rahmen des Machbaren? Dankeschön. So, ja, wie gesagt, also wir müssen halt trotzdem eben halt gucken, dass wir den anderen Briten nicht da einfach gewähren lassen und da seinen Häuserboom schön durchbringen lassen. Ich meine, also wir haben halt insofern den Vorteil, als dass der Irokese höchstwahrscheinlich jetzt nicht so krass so krass wirtschaftlich boomen wird können. Macht er ja halt einfach normalerweise nicht. Hoffentlich nicht. Ich meine, also, ja, also ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass der versucht, uns die Zeit zu erkaufen, sozusagen. Dass der versucht, dem die Zeit zum Boom zu erkaufen, sozusagen. Das kann ja sein, aber dann. Ah, ey, weißt du, der hat hier eine Büffelherde, noch eine Büffelherde und hier noch eine Büffelherde und ich habe gar keine Herde in meiner Nähe. Ja, man muss ja fairnesshalber sagen, wenn dir das nicht passt, dann müssen wir REE spielen. Azog-Pad spielen, also. Das heißt, nicht passt, das ist halt einfach nervig. Ja, klar, aber der Punkt ist halt so ein bisschen, das ist halt einfach. Das ist halt genauso oft zu unseren Gunsten wie zu unseren Ungunsten, also. Ja, ja. Das ist halt. Also vorne kommt ein Marktplatz, interessant. Ja. Hallo, Makan Banane Wala.
Ah, warum hackt hier denn hier keiner Gold? So. Ja, wie gesagt, also bring du ein paar Longmaus raus, ich bring ein paar Sepoys raus als Support und... Okay, der hat ein Feld gebaut? Was? Doppel Second Lieutenants und der baut ein Feld? Oder ist eventuell... Gibt's nicht ein Age bei denen, dass du mit einem Feld aged? Also, er hat jetzt ein Travoy. Du kannst mit einem Travoy agen, aber den zu einem Feld zu machen, ist doch totaler Wahnsinn. Warum würdest du das machen? Ja, das weiß ich auch nicht. So, meine Kaserne kommt wie versprochen. Ja. Okay, was kommt hier in Langhaus? Ich versuche jetzt halt irgendwie zu sehen, irgendwie zu erraten, was hier jetzt kommt. Okay, interessant. Er versucht mich mit Dorfbewohnern zu jagen. Kann man machen, muss man nicht. So, ersten Longbows sind im Bau. Aber ich werde jetzt, wie gesagt, okay, der Brite ignoriert das hier komplett. Der geht richtig hart wirtschaftlich. Ja, hier ist ein Stall. Oh. Okay, dann bräuchten wir auch ein paar Sepoys eventuell mal. Ich baue nur Sepoys, alles gut. Aber der Punkt ist halt so ein bisschen, wir können dann theoretisch auf die Britenbasis mal pushen, weil der wird am Anfang jetzt definitiv nicht genügend Militär haben, um uns gegenzuhalten. Ich würde ehrlicherweise wirklich mal einen Push auf die Britenbasis damit riskieren. Ja, ich habe mein erstes Militär jetzt im Bau, aber... So, die ersten Longbows sind jetzt da. Ja, ich laufe jetzt, ich laufe jetzt zum Briten. Lauf mir mal bitte hinterher, ich will da nicht in den Außenposten rein. Ich hab hier schon die Helden von dem stehen. Ja klar, natürlich. Pushen, 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 du bist stehen geblieben. Ich nicht? Doch klar, die Leute haben da ewig gestanden, ohne irgendwas zu machen. Gut, ewig ist relativ, aber... Okay, da kommen die ersten Husaren, die sind mir da gerade entgegengekommen. Siedler? Ja, die rennen aber auch weg, da sind die Husaren. Ja, wie gesagt, der macht halt einen Häuserboom. Da ist noch eine Siedlerin. Also wie gesagt, die einzige Chance, die wir haben, das jetzt aufzuhalten, ist halt die, dass wir... Ich habe einen Siedler weg. Ja, ich habe auch noch ein paar erwischt. Hab auch noch vier Siedler erwischt. Richtig früh reingehen, meinst du? Ja, ja. Sehr gut, okay. 5, 6 Siedler hat er. Ne, Vorsicht, von hinten kommen die... Oh ja. Und hier hinten wirst du jetzt von Enna aufgeraucht. Ja, ich sehe das wohl. Da kommt noch okay, mehr. Okay, aber wir haben jetzt die Kraft da ganz gut einmal bekommen und ich hau jetzt mit meinen Longbows auf die Enna. Das sind aber echt viele. Ja, aber die wollen nicht. Ach verdammt, meine Units laufen voll dadurch. Okay, lass uns da mal zurückfallen. Das ist absoluter Selbstmord, was wir da gerade machen. Wir haben bei den Briten ganz gut Schaden gemacht. Also jetzt sollte der eigentlich tendenziell nicht mehr den besseren... Nicht mehr den besseren Boom hinlegen, weil also 5-6 Siedler haben wir dem halt abgerissen. Pass auf, du kämpfst da und pass auf die... Ja, ich weiß das. Das ist ganz bewusst. Ich heiß das. Ach, Junge. Ist auch schön. Ich hab das gesehen, dass ich da das Ding angreife, aber... Alter... Könnt ihr dann bitte auch in die richtige Richtung laufen? Das kann auch nicht so schwer sein, ey. Okay, so, ich habe jetzt alle meine Leute aber auch wieder zusammen. Jetzt können wir da wieder auf die Enna pushen. Jetzt den Außenposten da bitte angreifen. Der muss als nächstes weg. Wir laufen da ständig dran vorbei, wenn wir die Britenbasis wollen. Vorsicht, da kommen die Husaren. Eventuell ein paar Pikes auch mal bauen. Da kannst du auch mal drüber nachdenken. Kann ich machen, sobald ich dafür Ressourcen habe. Ich versuche jetzt erstmal hier auf Distanz die Tomahawk-Werfer und Dinge ins rauszuschießen. Aber den Außenposten, den kriegst du da ganz kurz weggedrückt. Okay, als nächstes die Kriegshütte. Ja. Okay, ich habe einen Raid beim... Ach ne, Quatsch, das sind nur seine blöden Heldeneinheiten. Gut, die machen Gott sei Dank halt nicht viel Schaden gegen Units. Ne, bei dem nicht, das ist richtig.
jetzt die ganzen Upgrades im Marktplatz einmal. Okay, hier unten, da kommt wirklich ein Raid. Okay, gut. Richtung rotes Vorlaufen, bitte. Ja. Okay, jetzt müssen wir aber hier überlegen, was wir machen. Lass doch mal bitte oben auf die Britenbasis pushen, weil der Brite, der kann uns wirklich aktuell absolut nichts entgegensetzen. Die sind bei dir unten. Der Brite kann uns momentan wirklich absolut nichts entgegensetzen. Das heißt, wenn wir da jetzt nochmal ein paar Siedler erwischen, wovon ich ausgehe, weil an der Herde sammeln wieder hart viele Leute, dann können wir da wirklich, Die reiten zu dir rüber, Achtung. Ja. Okay, hier oben. Ja, verdammt, hier sind die Siedler schon wieder abgehauen. Aber ist gut, das ist halt Idle Time im Zweifelsfall, was auch durchaus gut ist. Also. Du kriegst da gerade auch wieder richtig viele Husaren abgefrühstückt, das ist auch richtig gut. Die ganzen unfertigen Häuser, die können auch mal weg. Okay, hier oben kommen Minutemen jetzt. Und hier rechts sind jede Menge Goldsammler. Schieß mal bitte auf die Minutemen, ich kümmere mich da um die Goldsammler. Ja. Hallo, ihr sollt schießen, Alter. Mein Unit so, nein, ich will nicht schießen. Achtung, Kaff von unten. Ich brauch dich gegen die Kaff. Ich brauch dich gegen die Kaff. Ja, ich bin noch dabei. Ich kann auch nicht hexen. Okay, ich habe jetzt da die ganzen Dingens da zum Glück raus. Die ganzen Leute da in unserer Basis. Das war aber auch leider gerade schon wieder eine ziemlich harte Sammelunterbrechung. Fuck. Okay, wir haben ja jetzt aber einen guten Stand. Wir haben ja auch schon einige Kills gemacht. Wir haben deutlich bessere Wirtschaft gerade. Ja, das mit der Wirtschaft bin ich geneigt zu unterschreiben. Okay, wir kriegen den Kampf. Achtung. Ja. Ja, scheiße, du bist völlig out of position. Oder ich, wie man es nimmt. Oh, die wollen aber nicht, die haben Angst, das ist gut. Kill da hinten nochmal einen Siedler. Ja, okay, aber auf das Dorfzentrum zu pushen ist Schwachsinn. Okay, hier hinten stehen raus, Siedler. Hier unten sind vier Siedler. Ja, ich sehe das. Du kriegst da jetzt auch gerade Besuch von der Kaff noch. Die ist da gerade rumgelaufen. Definiere Besuch von der Kaff. Wo kriege ich den? Nee, hier. Da. Okay. Ja, wir kriegen Besuch von der Kaff. Okay, ich mache da jetzt Fokusfeuer drauf. Du stehst da zu weit weg. Okay, ich reiß jetzt hier erstmal den Stall ab, ehrlicherweise. Okay, ich baue jetzt gleich auch mal einen Stall, damit wir ein bisschen Raid-Potenzial haben. Vor allem, ich habe halt einen sehr, sehr konstanten Amount of Longbows auch die ganze Zeit. Fuck, jetzt ist mir hier meine Herde erschöpft, ernsthaft. Das ist jetzt nicht so cool. Hier unten sind Siedler. Drei Stück. Ja, werden abgeknallt. Sorry, ich bin gerade hart überfordert. Alles gut. Lass uns den Marktplatz noch eben mitnehmen. Das sind Erfahrungspunkte. Ja. Mach du mal. Okay, alles klar. So, gut. Jetzt, wir stehen aber echt gut da. Ich baue jetzt gerade noch eine zweite Kaserne. Ich habe bisher keine Siedler verloren, weil wir die Kaff von ihm gut aufgehalten haben. Okay, gut. Dann lass uns doch mal rüberlaufen zu dem Irokesen. Weil der Brite hat jetzt gerade eh keine Wirtschaft mehr. Der Brite sammelt sogar bei dem Irokesen auch. Ja, eben. Dann haben wir die doch da im Prinzip an den Eiern. Weil wenn die da jetzt halt ihren Stand verlieren, dann verlieren sie halt alle ihre Siedler. Ja, kommt bei dir auch mal ein bisschen schneller. So. Okay. Dann Abmarsch. Weiter geht's. Ja. Okay, da sind die ganzen Enner. Oh ja. Das ist gut, ich habe gerade Kaff bekommen.
Die Siedler ziehen sich zurück. Da hinten, von hinten kommt jetzt Kaff. 20 ja. Husaren oder so. Lauf nicht von mir weg, bitte. Ich will hier halt die Siedler... Ah, egal. Ja, dann musst du auch hinter mich laufen. Ich kann dich halt so nicht shielden, weil jetzt laufen meine Leute halt riesen Umwege lang diesem langen Haus da. Wie gesagt, ich habe jetzt auch Kaff hier, ne? Ja, Vorsicht, da sind auch ein paar Tomahawk-Werfer dazwischen. Ja. Aber jetzt nicht mehr, glaube ich, oder? Ich glaube nicht, nein. Kommt wieder Kaff. Okay, das... lief doch eigentlich ganz gut. Ich stehe wieder mit Husaren drin. Okay, gut. Da hinten sind auch Siedler. Ja, rechts sind vor allem Siedler. Ja, wir sollten halt so gut es geht irgendwie auch Kills abstauben da. Du hast okay, hier kommen. Schön mein Gold abgesammelt, danke dafür. Bitte, bitte. Konsulat hingestellt. Da. Okay. Ui, da, oder. Ich bin gerade ziemlich am durchdrehen. Ich drehe frei, wie man so schön sagt. Oder hohl, oder whichever you prefer. Ich auch. So. Die Herde gehen. Ich meine, da oben machen wir jetzt halt die ganze Basis von dem gerade platt. Und das Schöne ist, wenn wir hier die Häuser killen, das ist ja auch eigentlich gar nicht schlecht. Hier gerade kriege ich gerade noch mal ein paar Siedler geradet. Sehr schön, ich bin gerade auf dem Weg ins Dritte. Oh, nice. Ja, ich hau halt Units raus. Okay, da kommen feindliche Husaren. Dann out of there. Get out of there, man. Preferably alive. Yes, bitte. Smurfs. Smurfs? What? Alter, wir haben so eine schlechte Siegquote. Warum sollten wir das gesmurft haben? Okay, hat aufgegeben. Klar, also... mir ist schon vieles passiert, aber als Smurf hat man mich noch nicht bezeichnet. Vor allem, wir haben einfach, also ich finde aus unseren, man kann ja viel über uns behaupten, aber wir haben so dermaßen viel, wir haben so dermaßen viele Spiele, ne? Alter, ihr sollst den Handelsposten bauen, Junge. Junge, ob du behindert bist. Okay, gut. Jetzt hat der eine hat jetzt aufgegeben, damit ist das Spiel eigentlich schon ziemlich gelaufen. Das ist auch verständlich, weil wir, also ich meine, du bist jetzt im dritten gleich, jeden Moment. Ich habe 40 Longbows und 20 Husaren. Achso, das ist der aufgegeben hat, Opala. Ja, da muss ich bei dem hier auch ehrlicherweise... Hey, wo hat denn der andere noch Units? Das freue ich mich auch. Oder was? Hier unten steht noch ein Marktplatz. Vollkommen recht, ich war irgendwie auch davon überzeugt, dass das der Brite war, der auf. Okay, hier, da. Oh. Schade aber auch. Ja, der geht da jetzt voll auf unsere 30 Siedler, die da stehen, aber ich meine, das sind halt... Die kriegen jetzt mit jedem Schuss einen Siedler, so. Und hier unten ist übrigens eine Base. Wir haben bisher einen Siedler gekriegt und mehr werden sie auch nicht kriegen. So. Ich hab jetzt auch Veteranen-Sepoys.
Das sind halt mehr oder weniger alle meine Sammler, die da irgendwie verteilt an verschiedenen Ressourcen standen. Ich habe das gerade schon gesehen, aber ich habe jetzt 15 Husaren da. Ja, dann mach doch mal platt. Erschießen! Kommst du mit deinen Units hier dazu? Ich bin nur dabei. Ich meine hier. Du meinst die zwei Leute, die ich da noch habe? Holy shit, sind da viele Units. So. Dann wäre das hier auch geklärt. Schön. Dann so und so. Und ihr alle auch mit nach da oben. Dankeschön. Ihr könnt hier nochmal als Absicherung stehen bleiben. Ach komm, ihr macht das hier mal. Ich kill da halt seine ganze Armee gerade nochmal alleine. Läuft bei dir. Just for the lols. So, ich komme jetzt aber da auch dazu. Okay, rein da jetzt. Kein Bock mehr. Ja. Ich weiß nicht, wie die drauf kommen, dass wir Smurfs sind. Wir haben so viele Spiele, wir haben so eine schlechte Siegquote. Oh, das ist ärgerlich. Hier oben hätte er mich jetzt gerade auch nochmal geraidet, aber das... Ach nee, das war ein Dorfbewohner. Bei denen ist Raiden immer so eine Sache. Nein, das hat gut funktioniert. Ja. Auf jeden Fall. Ha. In der Tat. Ja, das hat ganz gut geklappt. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit uns. Also wenn man sich das hier anguckt, also Rohstoffe gesammelt. Wir haben drei richtig gute Engagements gehabt. Ja, also es war auf jeden Fall die absolut richtige Entscheidung, bei dem Briten da früh Druck zu machen. Der sah ja natürlich also ganz am Anfang schon danach aus, als ob der da jetzt beschließen wollen würde, seinen Häuserboom durchzuziehen. Ja, wobei der hat sogar weniger Häuser rausgebracht als ich. Also ja, aber das... Fünf Siedler nicht schicken lassen und wir haben halt direkt am Anfang drei Siedler von ihm bekommen. Mehr sogar. Vier. Nicht vier? Nein, ja. Warte, wir haben den auch von 27, doch, du hast recht. Nee, von 27 auf 23, ja. Geil. Ich bin zwar schlecht in Mathe, aber so schlecht bin ich jetzt auch nicht. Und gleichzeitig, dadurch, dass ich die fünf Siedler mehr habe schicken lassen, er hat die deutlich später erst schicken lassen, da haben wir es wirtschaftlich dann für uns entschieden, auch wenn der dann echt ganz gut nochmal mit Häusern nachgeholt hat. Und gleichzeitig haben wir es halt da halt auch, ab da auch militärisch gehalten, weil wir den halt einmal die Armee da am Anfang weggeschossen haben. Der war dann halt auf null Häuser gebaut, um wieder Siedler zu kriegen, dann wieder auf null geschossen, dann irgendwie wieder ein paar Einheiten, dann wieder auf null geschossen. Der Irokese hat das besser gemacht, der hat es echt geschafft, sich da immer wieder gut auch rauszuziehen mit den Units. Der hat bis Minute 13 oder was, 14, halt eigentlich kaum was verloren. Ist richtig, aber hat halt auch keinen Stich gemacht. Also er hat zwar nichts verloren, aber er hat halt auch nichts gewonnen, sag ich mal. Ja, und er hat natürlich seinen Mate dadurch ein bisschen im Regen stehen lassen. Ja, genau. Ja, und wirtschaftlich sieht man das bei mir halt vor allem, aber du hast wirtschaftlich auch deutlich besser dagestanden als die beiden, weil wir beide Dorfbewohner, also... Bei dir waren es noch die beiden Holzzuflussraten, vermute ich. Und wir konnten halt viel besser an natürlichen Ressourcen sammeln. Ja, absolut. Also wir haben halt mittlerweile mehr oder weniger zwei Drittel von der Karte irgendwie von natürlichen Ressourcen befreit. Die hatten ja hier oben nur diesen ganz schmalen Streifen in deren Base und im Prinzip hier so ein bisschen rechts am Rand. Da hätte man auch von Anfang an mal ein bisschen aktiver reingehen können, irgendwie vielleicht mal fünf Kavalleristen vorbeischicken oder so. Da hat er sich ja erst hingezeckt, nachdem wir seine Basis platt gemacht haben. Ja, fair enough. Das war so eine Zweitbasis. Vorher war da, glaube ich, nichts. Also ich bin zwar nicht hingeritten, aber ich glaube nicht, dass da vorher schon viel stand. Und ich meine, meine Longbows haben halt das Militär von dem sehr, sehr ordentlich zusammengeschossen. Absolut. Das ist am Ende natürlich ein bisschen getäuscht, dadurch, dass ich hier alleine dann da noch die Armee weggeklatscht habe. Aber halt auch praktisch ohne Verluste, ne? Ich habe dem am Ende da 30 Militäreinheiten weggeschossen. Ich habe dabei 5 oder so verloren. Ja, aber also, wie gesagt, es hat ganz gut funktioniert. Das Kill Death Ratio zeugt in diesem Falle ehrlicherweise, also ist nicht das Zeug, das führt irre, so, das wollte ich sagen. Einfach weil wir am Ende des Spiels ja jeweils noch 80 Militäreinheiten hatten. Das heißt also, man muss im Prinzip von den Militäreinheiten, die wir gebaut haben, halt auch nochmal 80 abziehen, weil wir die nicht verloren haben, wogegen eben die ihre 120 bzw. 54 Einheiten halt komplett verloren haben. Und der Brite war halt wirklich, also der hat ja kaum Militär rausbekommen. Vor allem hat er ja gut. Ja, das ist doch nicht daran, richtig. Der hat 47 Husaren gebaut, ne? Ja, also, genau, wollte gerade sagen, das lag daran, was er für Einheiten gebaut hat. Aber mit denen hat er halt auch überhaupt nichts hinbekommen, ne? Also der hat ja. Das ist halt aber das, was es, also, ich meine, Hand aufs Herz, das Problem haben wir auch, das hast du und das habe ich sicherlich auch. Ja. Der hat halt einfach die Husaren extrem schlecht gemicromanaged, der hat halt immer wieder 5 Husaren irgendwo reingehauen und das Problem mit Husaren ist, ich halte sie dann für extrem stark, wenn du eine große Gruppe von denen angesammelt hast. Wenn du so 25, 30 Husaren hast, dann kannst du halt sehr ungestraft raiden, du kannst aber eben halt auch ein paar Engagements suchen. Und wenn du jeweils nur so 5 Husaren hast, die werden teilweise eben auch schon von Longbows oder von Plänklern einfach rausgeschossen, weil die so wenig Lebenspunkte haben, diese 5 Husaren zusammengenommen, dass die halt einfach, naja, den Vorteil, den sie eigentlich halt gegen diese Einheiten haben müssen, nicht voll ausspielen können. Ja, und also, ja, genau das halt, ne? Also ich meine, auch 10 Husaren können schon verheerend sein an der richtigen Position, aber wenn man halt gegen 20 Sepoys steht mit 10 Husaren, dann...
Eben nicht. Bringen die einem so gar nichts. So. Und ich habe dann ja auch irgendwann Kaff gebaut. Ich habe meine Kaff auch sehr gewinnbringend einsetzen können, weil ich halt seine Enna ziemlich auseinandergeboxt habe oder sogar in Überzahl gegen seine Kaff stand. Und das hat echt ganz gut funktioniert so. Vor allem in dem Engagement, als er mit den Enna nochmal ausgerückt ist. Die haben wir auch absolut in den Boden gestampft hier bei Minute... Was war das? Ach nee, warte. Hä? Das war hier das letzte Engagement bei Minute 19.5. Ja. Da ist halt. Das war ich gar nicht alleine. Ich war das gar nicht alleine. Ich dachte, das wären nur die Einheiten an der Seite gewesen, aber das war beides. Ja, genau. Ziemlich zeitgleich. Aber das waren 20 Einheiten oder so, die da in der Mitte standen, glaube ich, ne? Ja. Vielleicht 25. Ja. Jo, nee. Wollen wir es mal nicht länger machen, als es war. Kurze, knackige Runde, lief erfolgreich, hier schön am Anfang Druck gemacht und damit halt einfach den Britenboom hier schön ausgekontert. Der Irokese hat es nicht geschafft, da seinen Teammate entsprechend zu schützen und deswegen haben wir es dann am Ende des Tages halt wirtschaftlich heimgeholt. Haben uns dann hier schön über die Karte ausgebreitet, schön geboomt und ja, ne, man sieht das Ergebnis. Jede Menge Langbogenschützen, jede Menge Sepals in meinem Fall und ein GG. Ja, auf jeden Fall. War eine schöne Runde. Danke an die beiden fürs Mitspielen. Danke an euch natürlich fürs Zusehen. Man hört sich in zukünftigen Videos. Macht's gut, auf Wiedersehen. Bye.